Gut, hier sind wir also im Programm. Es startet mit dem Partiturassistenten. Neue Partitur erstellen. Wenn man den Titel vorher weiß, dann ist das gut, dann kann man den schon mal eingeben. Bling, bling. Cha-cha. Komponist bin ich. Keine weiteren Urheberangaben. So, wir sind jetzt dabei, Instrumente auszuwählen. Vorlage. Ich möchte ein kleines Kammerorchester haben. Orchestral. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Ich stelle es mir selber zusammen. Instrumente auswählen. Okay. Hier wird die Anordnung schon vorgegeben. Es wird jetzt in dieser neuen Version automatisch angeordnet. Ich möchte haben eine Flöte, ein Altsaxophon, dann ein Solisten, Schlagwerk. Oh ja, da brauchen wir einige. Sagen wir mal Schlagzeug. Pauken. Eine Trompete und Streicher. Streicher. Violine, Bratsche, Cello, Bass. So, jetzt ist das richtig sortiert. Flöte, Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Solist, Streicher. Das ist gut so, das gefällt mir. Ich kann natürlich auch Sachen anklicken und höher sortieren, zum Beispiel den Solisten übers Schlagzeug. Aber ich glaube, ich lasse das mal so. Das gefällt mir. Make Soloist. Bariton ist ein Soloist, ja, das kann uns helfen hinterher. Wunderbar, weiter. Die Tonart, oh, die weiß ich noch nicht. Fangen wir so an. Vier Vierteltakt, claro. Auftakt, kann ja nie verkehrt sein. Und wir beginnen mal mit 8 Takten und dann möchte ich gerne wissen, ob ich im Stück welche hinzufügen kann. Tempo, 85. 85, gut, fertig. So, unser Dokument steht. Es geht im Grunde jetzt los. Wir sehen hier schon, die transponierenden Instrumente sind im Moment transponierend notiert. Ich vermute, dass man das hier ändern kann. Jetzt habe ich die Instrumente alle in C notiert. Das ist doch ganz praktisch. Klammern sind automatisch gesetzt. Ich könnte sie anklicken und Doppelklick und die Trompete noch mit dazu nehmen als Bläsersatz. Das wäre natürlich die Frage. Ah ja, guck, automatisch genommen. Ja, schön, das lasse ich so. Und dann fasse ich Pauken und Schlagzeug noch zusammen. Da brauche ich eine neue Klammer. Die finde ich links in den Paletten. Klammern. Und jetzt sollte ich die einfach per Drag and Drop, da war das Plus, reinziehen. Doppelklick und zusammenfassen. Zack. Das gefällt mir gut. So, wie wir jetzt Noten eingeben können, das zeige ich euch natürlich im nächsten Video.